leider geht das überhaupt nicht. Ich fahre jetzt schon wieder raus. Wir müssen die nächsten Geisternetze holen. Also, und heute Abend bin ich vielleicht um 1 oder um 2 nachts zu Hause. Sorry. Wir fahren heute an die gleiche Stelle wie gestern, Burg auf Fehmarn, südlich davon. Das ist ein alter Fischereihafen und da liegen entsprechend viele Netze. You can not feel this energy. Wir warten jetzt gerade auf die Polizei. Da kommen 9 Taucher der Polizeitauchgruppe. Das finde ich einen ziemlich feinen Zug. Die haben mir ihre Hilfe angeboten. Und im Gegenzug dazu bilden wir die heute aus, wie man tatsächlich Geisternetze findet, wie man sie verifiziert und dann am Ende auch abwirkt. Und das finde ich eine ziemlich coole Aktion. Ja, da hinten kommen aus Richtung Großenbrode 2 fette schwarze Schlauchboote. Das sind die bestimmt. Servus. Erstens, pass auf, wir fahren an die Position, die wir haben. Zehn Kilo Gewicht, das lassen wir an der Pusi runtersausen. Taucher zu Wasser. Die gehen an der Boje runter, wir nehmen dann das Reel raus, reelen uns, ich sag mal, es kommt auf die Sicht an, ne? Ihr habt den Meter Sicht, gehe ich 2 Meter. Und fange an, Suchkreise zu schwimmen. Irgendwann komme ich auf das Netz. Wir haben jetzt bei 30 Positionen 10 Netze gehabt. Also ungefähr ein Drittel ist dann tatsächlich Netz. Der andere Rest ist Baumstamm, ja. Irgendein Stahlkabel-Scheiß. Das hier ist an mir dran. Wenn ich eine 4 gebe, das wird so nach 3 Minuten passieren. Halte ich den straff, dann kannst du anfahren mit deinem GPS möglichst an die Seite und machst einmal ordentlich aufstoppen. Dann habe ich das gehört, weißt du, hast die Pose genommen. Dann mache ich einfach weiter. Ich würde gerne 1 bis 2 Taucher von euch mitnehmen. Musst du entscheiden, wer das sein soll. Die das am besten lernen. Schon auf. Wunderbar. Wie ich das Ganze freischneide, das wird aufwirbeln, Netz raus. Und da kann ich eure Hilfe schon gebrauchen, weil es kann sein, dass ich Netzteile freischneiden muss. Die übergebe ich einfach. Die hakt ihr einfach fest. Dann verlassen wir das Auftauchsignal, kommen nach oben, klarieren uns hier auf und dann wissen wir, an der Boje hängt jetzt das dicke, fette Scheißnetz dran. Aber ich denke, das größte Teil haben wir eingeschlagen. Ja. Und am Stein hängt noch so ein bisschen Geschissel. Ah ja, okay. Aber das würde ich eigentlich gerne noch haben, aber da haben wir die Position genommen, die ist perfekt. Ja. Da liegt genau der Stein. Okay. Da könnt ihr gleich nochmal runtergehen und den letzten Rest abschneiden. Ja. Jetzt dürfte es dann nicht mehr so aufhören. Ja, alles klar. Ja? Machen wir. Wollen wir erstmal das Ding bergen und wollt ihr noch mal rein? Ja. Langsamer, langsamer. We'll be right back.
Meine Güte. Wichtig ist, dass man auch... Au! Oh, verdammte Axt. Ich will dir doch noch helfen. Meine Güte. Also eine kleine Schere, die kann schon ordentlich wehtun. Aber jetzt ist alles ab. Ab mit dir ins Wasser. Wiedersehen. Jetzt haben wir hier ein Schleppnetz. Das kann man ganz gut erkennen an der Struktur, also das Material. Wir haben hier Leinen, das gibt es seit 1960 schon nicht mehr. Das heißt, das haben die Fischer entweder länger verwendet oder es liegt tatsächlich seitdem. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Das ist abgerissen. Da gehört eigentlich noch so ein riesen Schleppgeschirr und Ketten und alles Mögliche dazu, was die Polizeijungs jetzt nochmal und Mädels nach oben holen. Das verpacken wir jetzt in Big Packs, bringen das dann später an Land. Aber jetzt holen wir gleich noch ein Stellnetz, wo wir schon mal hier sind. Das liegt auch ganz um die Ecke. Ja, da haben wir mal so einen Stellnetzfischer. Kleines Bötchen seht ihr schon, das schwankt ordentlich. Und das sind die, die die Stellnetze auswerfen. Wir haben eine Grundbefestigung. Und in der Mitte steht ein großes Stellnetz. Und da sollen dann die Fische reinschwimmen, sich verhakeln mit am Kiemen. Wir kennzeichnen ist das auch oben mit so Fähnchen. Und keiner verliert das Ding ja absichtlich. Ne? Also niemand sagt einfach, ich lasse das jetzt hier liegen oder ich schmeiße es ins Meer. Sondern das geht halt bei Sturm verloren, das reißt sich lose, jemand fährt da drüber. Aber wenn er so ein Ding verliert, dann muss er es eigentlich melden. Oder sogar wiederholen, weil es gilt da das Verursacherprinzip. Ich habe das Meer quasi verseucht mit Müll. Ich muss mich darum kümmern. Das ist EU-Recht. Nur mal so übrigens, das hier ist Felix. Ja. Und der ist eigentlich schuld an allem, dass wir das hier machen. Weil der hat mich angerufen und hat gesagt, Robert, ich habe Bock zu helfen, was können wir machen? Und ich habe gesagt, Geisternetze. Und wir haben gesagt, ja, okay. So einfach ist das. Hier. Wir haben gesagt, wir machen das nicht. Da ist noch eine, die kannst du noch mal schnell rausschneiden. Sehr witzig. Haben wir gestern noch viel mal gesehen, ne? Alles gut, wir sind rausgekommen. Tauchen wir endlich. Ja, sehr geil. Die Polizeitaucher haben tatsächlich den restlichen Netzteil noch rausgeschnitten und gerade abgeborgen. Also jetzt haben wir wirklich alles hier an dieser Stelle geborgen. Teamwork, richtig geil. Jetzt geht's zum nächsten Netz. Sau geil. Sehr gut, alles raus. Schönes Ding. Das sind schon mal so 150 Kilo wird es bestimmt haben, sowas. Würde ich schätzen. Okay. Das war jetzt ein Grundgewicht mit einer Leine und einer Boje obendran, weil, ja, findet man hier ein Netz, ne? Das heißt, wir haben Netzverdachtspositionen gehabt. Die kommen zum Beispiel von unseren eigenen Wissenschaftsfahrten, wo wir Schleppkameras hinterhergezogen haben, um zum Beispiel Seegras zu kartieren. Das sind Positionen, die von Tauchern gefunden wurden. Und die sind natürlich entweder genau oder so ein bisschen ungenau. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Woche lang immer diese Verdachtsposition quasi abgetaucht, also runtergetaucht. Nicht immer ist ein Netz dran, manchmal Baumstamm, Stahlkabel, irgendwas anderes. Aber in dem Fall wissen wir jetzt, da unten ist ein Netz. Das haben wir schon verifiziert, so nennt man das. Und was man dafür braucht, das zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir müssen relativ viel Equipment mitnehmen. Ich habe hier einen Trockentauchanzug an. Der ist quasi so gebaut, dass ich da drin trocken bin. Also ungefähr 1, 2, 3, 4, 5 Lagen stecken jetzt schon hier drin. Und dann ist das im Prinzip wie eine Outdoorjacke, nur mit einem Metallreißverschluss, der auch wirklich dicht bleibt. Der ist auch so ein bisschen rougher gemacht. Ihr seht hier diese Overlays und so. Das heißt, da kann ich auch mal an eine Eisenkante kommen. Da geht nicht gleich was kaputt. Und meine Taschen sind gefüllt mit allerlei Ausrüstung. Sicherheitsbojen, Reels, extra Messer, also eine extra Maske, ein Hebesack. Lieber haben als brauchen. Und das hier ist noch ein Bleigürtel, den ich anliege. Der wiegt jetzt 6 Kilo. Der ist im Prinzip dafür da, dass ich überhaupt runterkomme. Weil der Anzug hat ja mit seiner ganzen Luft drin Auftrieb. Das heißt, der gleicht quasi meinen Anzug aus. Das ist ein Wing, nennt man das, ein Auftriebskörper, dass ich mich auf verschiedenen Tiefen eben austarieren kann. Hier habe ich verschiedene Lampen dabei. Das ist meine Backup-Lampe, falls meine Hauptlampe ausfällt. Und viele denken, na, dann leuchtet man damit unter Wasser eben das Netz an oder sucht nach irgendwas. Nee, das ist auch zum Beispiel ein Kommunikationsmittel, mit dem ich zum Beispiel einen Kreis geben kann. Dann weiß mein Tauchpartner, alles klar, ist alles okay. Oder ich kann schütteln, dann weiß mein Tauchpartner, okay, der hat ein Problem, da muss ich mich drum kümmern. Das hier ist tatsächlich, das habe ich beim Geisternetzbergen immer dabei. Ganz billiges Tool.
mein Victorinox Brötchenmesser mit der geriffelten Schneide. Damit sägt man die Geisternetze, egal wie dick oder auch große Tampen, innerhalb von Sekunden durch. Und natürlich in Signalfarbe Orange, dass man das unter Wasser wiederfindet. Und ansonsten kommt es in diese Schlauchscheide. Das ist jetzt hier der Luftschlauch, den ich anschließe. Dann kann ich meinen Anzug befüllen. Das hier ist der Hauptatemregler, den ich im Mund habe. Und wenn mein Partner ein Problem hat, kann ich den einfach abgeben. Habe meinen zweiten eben hier, wo ich rausatmen kann. Und kann an meinem Partner rumhändeln, kann ihn befreien. Er kriegt Luft, alles ist gut. Da muss man dann immer wissen, den Bewegungsablauf, der ist zack und du hast ihn. Mal kurz den Schlauch freimachen und alles ist wunderbar. Dann nehme ich so einen Tauchscooter mit. Das ist quasi so eine Art Unterwassertorpedo. Und da kann ich unter Wasser wirklich große Distanzen zurücklegen mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und zum Beispiel das Geisternetz einmal abfahren, um zu gucken, ist das irgendwo verwickelt, ist das irgendwo im Sand drin, damit wir sicherstellen, dass ich das auch am Ende wirklich hochziehen kann. Also das ist so eine extra Ausrüstung, die man dabei hat. Und heute habe ich meine Kamera drauf gemacht, damit ihr das unter Wasser auch seht. Jetzt geht es zu Netz Nummer 2. Das wird ein bisschen anstrengender, länger, größer. Also erstmal 10 Minuten suchen, ohne zu finden, ist auf jeden Fall scheiße. Du kommst da an der Bojenleine runter und die geht in so einen wabernden Algenteppich. Den kannst du so wegfächern, kein Netz. Das heißt, Reel ausklippen und Suchkreise schwimmen. Bin ich 10, 12 Minuten Suchkreise geschwommen, so durch die Algen durch, bis ich... Ah, da ist es. Alles klar. Reel eingeschlagen, am Reel zurück. Da war dann das Grundgewicht der Nikolai, der eine Polizeitaucher, die Bianca, die Polizeitaucherin, die ganze Zeit bei mir. Das Grundgewicht ans Netz versetzt, eingeschlagen und dann mit dem Scooter 300 Meter in eine Richtung. Aber Alter, da, ey, null Sicht da hinten. Netz noch aus dem Sediment holen, Taucherin hinten dran, um Stein gewickelt, Stopp, Alge im Scooter, Alter. Sau anstrengend, ganz schön gefährlich. Aber das ist es. Das ist es eben. Also, das ein kürzere Ende ist in die Richtung. Das ist mir das Erste. Würde ich mal vorschlagen. Warte, noch nicht loslassen. Noch nicht los. Noch nicht los. Hast du? Okay, zack, haben wir. Leute. Schön, das schönes kurze Ende hat sich die Polizei rausgenommen. Nur 100 Meter. Das sah so aus, aber. Der wird zum Vertikalangeln benutzt, also so ein Angelköder. Vertikal wollen die damit hier einen kleinen Dorsch fangen und zack, hängt es im Geisternetz, abgerissen. Und dann hast du den Kram unten rumliegen und das Zeug ist aus Blei. Also du bringst zusätzlich Blei und Gifte in die Gewässer ein. Eigentlich nicht so richtig gut. Im Süßgewässer führt das tatsächlich sogar dazu, dass Vögel daran verenden, weil sich das Blei im Wasser auflöst. Das geht in den kompletten Nahrungskreislauf über, also das ist richtiger Scheiß. Müllmessstab.
Ja, lass uns mal zusammen ziehen. Unser Boot ziehen wir nicht unter Wasser. Nee, genau. Jetzt kommt noch was Unerwartetes dazu. Das Netz hatte sich unterhalb noch in ein anderes Netz eingeschlagen. Das heißt, wir ziehen jetzt am zweiten Stellnetz in der Y-Position. Eins in die Richtung, eins in die. Philipp! Was? Wir müssen vielleicht sonst schneiden und markieren. Schneiden und markieren. Aber das können wir machen, einfach mit einer Boje ran. Boje direkt hier dran. Ja. Schneiden und markieren. Guck mal auf. Jetzt hatten wir gerade im Stellnetz tatsächlich den ersten Vogel. Kann man, glaube ich, noch ganz gut erkennen. Ne? Das waren die Hinterbeine. Hier vorne ist noch ein Teil vom Flügel. So sieht das Ganze aus. Ja, und das ist eben das große Problem, dass wenn die Netze da unten stehen, als Stellnetze, dass auch Seevögel da reintauchen, Kormorane, Eiderenten, alle möglichen tauchenden Vögel. Wir sind beim Tauchen schon Vögel auf 25 Meter Tiefe entgegengekommen. Die verheddern sich im Netz, weil da natürlich auch Fisch drin ist und so weiter, was sie da rauspicken. Und dann ertrinken sie jämmerlich. Und das ist ein elendiger Todeskampf. Und das Problem daran ist, dass diese Kadaver immer wieder neue Prädatoren anlocken. Krebse, Krabben, Seesterne, alles Mögliche. Oder auch Fische. Die verhakeln sich wieder im Netz. Ziehen wieder neue Leute an und dann ist das wie draußen im großen Meer, das sind dann irgendwelche Haie, Robben, alles mögliche verheddert sich dann im Netz und diese Scheiße passiert einfach für 500 Jahre. Das hier ist ein fängiges Netz für die nächsten 500 Jahre, aber jetzt nicht mehr, jetzt ist es draußen. Das Schlimme ist, jetzt haben wir hier ungefähr, naja, 700 bis 800 Meter Geisternetz geborgen und da hängt das nächste. Wir sind noch lange nicht fertig. Stinkt. Ja, stinkt. Das sollte man aber rausschütteln und nicht in den Sack schmeißen. Man sitzt da in den Hotels oder schön im Restaurant, bringt sein kleines Käffchen, genießt im Strandkorb die Ruhe, segelt vielleicht ein bisschen hier über die Ostsee und das, was unter Wasser stattfindet, dieser Scheiß, der ist eben nie sichtbar. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir so eine Arbeit machen, dass das zum Vorschein kommt. Naja, ach so, der. Naja, warte mal, den Wust habe ich vergessen zu erwähnen. Ach so, ja, schön. Ja, ja, dann ist aber nicht mehr viel. Der Wust und dann kommen noch mal so 100 Meter. Ja, ja, ungefähr 50 kommen dann noch. Ja. Dann haben wir hier gleich knapp einen Kilometer Netz liegen. Wird schön voll. Aber gut, dann kommt der Kram wenigstens raus. So, da haben wir das Ende vom Netz. Da ist noch mal so ein ordentliches Knäuel aus irgendwelchen Klamotten, Bierdosen. Hier hängt noch ein toter Plattfisch drin, ein Haufen Krabben und jetzt versuchen wir hier noch so viel wie möglich rauszuschneiden. Den Rest müssen dann die Freiwilligen an Land machen. Aua! Da wird man immer noch zum Abschied nochmal ordentlich gekniffen. Boot ist voll, wir haben jetzt ungefähr 10 Big Packs voll, 80 bis 100 Meter. Das heißt, einen guten Kilometer stellen jetzt tatsächlich draußen. Das müssen wir jetzt erstmal in den Hafen bringen, weil wir zu schwer werden. Es ist schon fast eine Tonne. Das ist es. Geisternetze bergen. Dreckig, eklig, voller toter Tiere. Aber mir macht das Spaß, weil jetzt weiß man, der Scheiß ist draußen. Das ist geil. Sehr schön, klasse. Vielen Dank. Sehr schön. Neben unseren ganzen Schlepp- und Geisternetzen, Stellnetz und so weiter ist natürlich auch noch ein Haufen Metallschrott. Wir hatten eine fette Leiter, alle möglichen Kabel. Hier sieht man das aber, richtige Stahlkabel. Oh, das kann man anheben. Verworren mit Geisternetzen und irgendwelchen Tampen. Aber das liegt ja alles unten rum. Ist alles voll. Das ist die Scheiße. Das Meer ist gut im Verstecken. Man sieht's nicht. Das ist das Problem. Das Geile ist, wenn man dann freiwillige Helfer hat, die mit dabei helfen, die letzten Tiere noch aus den Netzen zu schneiden, sodass hier niemand sterben muss.
Da sind die freiwilligen Helfer, die jetzt alles gecleant haben. Wir haben jedes einzelne Netz von Tieren befreit und haben jetzt diesen langen Gang bis zum Strand und den kompletten Strand voll ausgelegt. Da fliege ich jetzt mit der Drohne drüber und dann gucken wir uns die Scheiße mal an. Also locker über 3 Kilometer, über 3 Tonnen Netze. Da ist sie, die Woche der Geisternetze. Freunde, das war sie, die Woche der Geisternetze. Das ist das Finale gewesen. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin tatsächlich total überwältigt, wie viel Hilfe ich bekommen habe. Von allen Ecken und Enden. Von Polizei bis meine Submaris-Taucher, von freiwilligen Helfern, Studenten, Schülern, die Sponsoren, die das Ganze finanziert haben. Großes Dankeschön. Ohne euch würde das überhaupt nicht funktionieren. Hey. Kennt ihr das? Also ich habe eigentlich immer viel zu erzählen, aber jetzt bin ich tatsächlich mal sprachlos. So, und ihr fragt euch, was mit den Geisternetzen hinterher passiert. Die übergebe ich Maya. Hallo. So, was macht ihr damit? Wir sind von Bracenet und wir upcyclen so viel wie möglich davon zu neuen Produkten, zu Armbändern, Schlüsselanhängern. Ja. Alright, da bin ich gespannt. Na, guck mal, was daraus wird.